Guten Morgen, liebe Traderinnen und Trader, und wieder am dritten Handelstag der aktuellen Woche. Willkommen zu der Besprechung unserer heutigen Ideen nach den Worten von Donald Trump heute Nacht. Allen hier auch nochmal ein herzliches Willkommen und die Einladung damit verbunden, wenn Fragen bestehen oder der ein oder andere Wunschchart analysiert werden soll, einfach nicht scheu sein, sondern direkt hier in die Chats bei uns auf Facebook oder bei GoToWebinar die entsprechende Frage oder den Titel eingeben, und dann schauen wir gerne auch in die Charts mit hinein. Bevor wir in die Charts schauen, hier morgen Norbert, der Risikohinweis, der ist obligatorisch wie jeden Morgen. Der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Alles, was wir hier besprechen, ist entsprechend Veranschaulichung und dient der Weiterbildung. Das bitte ich gerne auch zur Kenntnis zu nehmen. Hans Meyer, auch guten Morgen von meiner Seite. Schauen wir mal in die Tagesnachrichten für die heutigen Planung. Wir sehen es hier ganz oben stehen. Heute Nacht hat US-Präsident Trump gesprochen. Was er gesagt hat, das gefällt den Märkten ganz gut. Die asiatischen Märkte haben sehr, sehr positiv reagiert. Der Ölpreis steigt an. Es scheint ein bisschen die Zeichen weiter zu verdichten auf Entspannung im Handelskrieg mit China. Das ist etwas, das die Märkte ja als Risiko in sich auch eingepreist haben in den letzten Wochen. Heißt also, wenn hier Entspannung kommt, sollte das positiv sein für die Märkte. Und das ist auch genau das, was wir hier momentan auch mit sehen. Heute im Laufe des Tages aus Großbritannien um 16:30 Uhr deutscher Zeit, da spricht der Bank of England Governor Carney. Wir bekommen um 16.30 Uhr die Rohöllagerbestände aus den USA. Hier ist mit einem Rückgang geplant worden. Die Prognose, wir sehen es hier, 2.800 ist die Zahl im Minus, also 2.800 Millionen Barrel. Dann haben wir hier, was haben wir noch? Heute im Vormittag aus der Eurozone gibt es Informationen zur Arbeitslosenquote, wichtige Sachen. Dann spricht heute Nachmittag um 14.20 Uhr FOMC-Mitglied Bostic. Auch das kann die Märkte immer ordentlich in Bewegung bringen, je nachdem, was hier natürlich gesagt wird. Morgen Elena. Und um 17.30 Uhr gibt es dann noch einmal ein FOMC-Mitglied, was sich hier in den USA äußert. Also etwas Börsengetriebenes seitens der Zentralbanken in Großbritannien und den USA heute. Ansonsten die Standarddinge, die wir mittwochs auch immer bekommen. Sehr, sehr spannend wird wirklich das Thema der Rohöllagerbestände sein, weil der Ölpreis steigt ja jetzt schön an. Und wenn das Ganze dann auch noch mit Zahlen untermauert wird, dass hier die Lagerbestände deutlich weiter zurückgehen, als es beispielsweise auch angenommen wurde, dann kann das Rohölanstiege weiter auch befeuern. Wir waren ja gestern unter der Marke von 50. Mittlerweile notieren wir hier wieder leicht über der Marke von 50 Dollar für das Fass der Sorte WTI. Worauf schauen wir heute im Blog? Ich mache gleich mal den Blick auf den Spickzettel. Wir haben das Cable, wir haben den US-Dollar-Yen und wir haben heute das Silber auf der Agenda. Und damit gehen wir direkt rein hier in den Metatrader von Tickmill mit dem Add-on des Stereo-Traders. Und wir haben es gleich offen, das Silber. Da nehmen wir gleich den ersten Schritt in das Silber auch hinein. Und wir sehen hier einen Markt. Ich habe es hier eingezeichnet, schön aufwärtstrendig, weit in die Bewegung reingelaufen, hier oben rein, ja, der letzte Schub war wirklich grandios, sehr, sehr stark, ohne Zwischenhalt, das war die Zeit, wo auch die Aktienmärkte so stark nach unten gefallen sind. Jetzt sind wir oben angekommen hier, in diesem Bereich, wo der Markt hier drüben, eben, wann war es gewesen, Mitte des letzten Jahres, einmal nach unten hin ausgebrochen ist und dann den Trend weiter nach unten weggeschoben hat. Hier die Marke von über den Daumen 15,77 ist das Level. Theo, Fernando, guten Morgen. Rolf, auch dir einen schönen guten Morgen. Ach, ich freue mich, wenn viele Leute hier zuschauen. Das ist einfach eine feine Sache, weil wir haben hier wirklich sehr, sehr schöne Trading-Ideen jeden Morgen. Hier nun mal zurück zum Silberpreis. Was ist hier passiert? Starker Schub nach oben. Hier läuft jetzt eine Korrektur ab. Die Korrektur, die Konsolidierung, die scheint hier so ein bisschen eine bullische Flagge auszuformen. Das ist das Zeichen, was wir hier vom Markt sehen. Der Markt trendigt hier etwas nach unten innerhalb eines Kanals. Das heißt natürlich hier an dieser Stelle auch, diese Korrektur kann sich auch tief ausweiten, je nachdem, wie der Markt sich hier entsprechend auch verhält. Das ist wichtig zu wissen, wichtig zu beachten und vielleicht so ein bisschen auch im Hinterkopf zu behalten. Durch was ist denn beispielsweise der
Anstieg in diese, sag ich mal, Edelmetalle auch ausgelöst worden, weil diese Edelmetalle, Gold und im Nachgang häufig auch Silber, die werden ja auch dazu genutzt, sag ich mal, als sicherer Hafen betrachtet zu werden. Und hier ist immer wieder der Sachverhalt der, dass man sehen kann, wenn die sicheren Häfen gesucht werden, weil die Aktienmärkte stark fallen, dann gibt es diese starke Aufwärtsdynamik. Jetzt ist hier natürlich die Frage, das rein technische Bild hier ist ein Aufwärtstrend, der jetzt entsprechend korrigiert. Wenn wir jetzt allerdings mal eine gewisse Zeit lang steigende Aktienmärkte sehen, dann kann das halt durchaus dazu führen, dass wir hier tiefere Korrekturen sehen. Und das macht hier auch den Handel der Korrektur mit interessant für die kurzen Zeiteinheiten, für die kurzen Trades. Warum? Weil wir hier auf der Unterseite, wenn die Aktienmärkte jetzt etwas weiter nach oben laufen sollten, Dynamik in die Korrekturen reinsehen können. Das bleibt spannend. Und da ist es natürlich schön zu sehen, wie gab es denn oder wo gab es denn gewisse Punkte, wo der Aufwärtstrend hier Korrekturtiefs gesehen hat. Das habe ich hier im Tageschart auch mal mit eingegliedert. Das sind hier zufälligerweise auch Tagestiefmarken hier um die 15,32, hier unten die 15,18 und hier die 14,93. Das sind Anlaufmarken, die wir durchaus ohne weiteres nach unten mit sehen könnten. Wir schauen uns das Ganze gleich auch nochmal im Stundenchart an. Also hier sehen wir auf alle Fälle jetzt mal innerhalb dieses Kanals den laufenden Abwärtstrend. Und diesen Abwärtstrend kann man natürlich sehr schön nutzen, um zu traden, beispielsweise aus den kleinen Zeiteinheiten in den Trend hier unten, der Stunde, weil hier ist ja jetzt der Abwärtstrend auch da, das sehen wir, sonst wäre es ja nicht die Korrektur. So, und wenn wir uns das Ganze jetzt mal anschauen, wie der Markt hier hochgelaufen ist, wie er schön, ich mache das mal noch ein kleines bisschen enger zusammen, wie er hier schön auch immer wieder geschwungen ist und wenn wir hier sehen, welche Marken unter uns auch noch liegen, wo möglicherweise Punkte liegen könnten, die man anlaufen kann, dann sieht man hier halt gewisse Korrekturlevel, wo der Markt einfach mal Pause gemacht hat, um dann weiter nach oben anzusteigen. Hier was Kleines, hier wieder was etwas Größeres in diesem Bereich. So, das sind durchaus Marken, die kann man sich schön zur Hilfe nehmen, um hier die Marken für die Ziele des eigenen Trades auch immer mit zu bestimmen, weil wir können ja hieraus schön lesen, wo der Markt entsprechend möglicherweise mit anderen, ja, sage ich mal, Handelspartnern agieren kann oder an welchen Stellen andere Trader agieren können, um beispielsweise ihre Positionen glattzustellen, was sie hier einfach die Absicherung für ihre, ja, Long-Trades, long-ausgerichteten Trades im Markt noch liegen haben. Und da kann natürlich hier die Gegenseite auch bedient werden. Und das ist ja das, was wir brauchen, wenn wir abwärtsgerichtet sind. Heißt an dieser Stelle, ein Short Trade muss ja, wenn er gedeckt wird, durch einen Kauf gedeckt werden. Und wir brauchen natürlich die Gegenseite. Das heißt, wir brauchen diejenigen, die verkaufen. Und die können wir dann durchaus an diesen Punkten auch mitsehen. Also interessant hier, was nach unten geht, wenn wir uns das Ganze nach unten anschauen. Wenn der Ausbruch kommt, das heißt, wenn wir hier die Korrektur zu Ende gehen sehen, dann sehen wir natürlich auf alle Fälle den Stundentrend wieder in die Long-Richtung laufen. Aber da machen wir natürlich auch mal den Blick, wo kann es denn hingehen? Und da steht natürlich dann, wenn es soweit ist, das ist noch Zukunftsmusik, hier dieser Rahmen oben, der aktuelle Widerstand bei 15,77, wenn der Markt es schafft, darüber zu laufen, dann hier mit Blick in den etwas längeren Chart haben wir hier das nächste Korrekturhoch aus diesem Abwärtsschwung und das haben wir um die Marke von 16,21 hier liegen. Ja, hier gibt es auch noch ein bisschen was an Schwüngen zwischendrin, aber die großen Bilder sind nach oben hin auf alle Fälle gut und gerne mit benutzbar. Das also hier zum Silber. Dann schauen wir mal in den US-Dollar, japanischen Yen. Da haben ja einige wahrscheinlich vor ein paar Tagen verdutzt in die Charts geguckt, als wir hier das Bild gesehen haben, diese Tageskerze hier. Das war Wahnsinn. Flash Crash genannt. Einfach so die Nachrichten. Im Nachgang findet man ja immer irgendwelche Gründe, die dafür gesorgt haben, warum das passiert. Ne? Hier wurde beispielsweise als Grund genannt, dass Apple die Gewinnwarnung gegeben hat und dass für die Wirtschaft der USA nicht ganz so gut sein könnte. Ja, muss man sehen, was daraus wird. Es sind einfach Nachrichten, die dann gesucht werden, die zu diesem Ereignis passen könnten. Das ist genannt worden. Viel im Trading-Bereich wird ja auch in dem Yen geparkt und wenn dann Geld plötzlich wieder von der einen in die andere Richtung fließt oder rückgängig, das sieht man dann natürlich sehr, sehr stark auch in den Charts und dann kann es sowas auch mitgeben. Rein technisch betrachtet, wenn man es so mal sieht, ist es hier, haben wir mal diesen laufenden Abwärtstrend nach unten, ist es eine extrem weite Überdehnung gewesen, die jetzt tief in die Korrektur hineingelaufen ist. Hier hatten wir gestern das Tageshoch bei 109,091. Die Frage stellt sich jetzt hier an dieser Stelle selbstverständlich auch weiterhin,
wie kann es weitergehen, was haben wir hier rein technisch gesprochen, haben wir jetzt hier weiterhin den Abwärtstrend in weiter Überdehnung nach unten. Das Ganze wurde dann mittlerweile korrigiert, wir sind in einen Korrekturlevel von deutlich über 50% reingelaufen, das heißt hier an dieser Stelle, da macht es auch Sinn, immer mal wieder nach Umkehrsignalen zu schauen, wann die kommen, ob die kommen, das weiß keiner, aber wir müssen das auf alle Fälle mit auf der Uhr haben, weil das macht natürlich dann Sinn, in solchen Sachen hier die ganze Geschichte mit auf der Uhr zu haben. Thema Korrekturhandel. Die Korrektur kann natürlich hier auch noch ein ganzes Stückchen weiter gehen. Interessante Punkte auf der Oberseite oder der nächste Punkt auf der Oberseite wäre hier dieser Bereich um die 109,72. Das ist interessant. Warum ist das interessant? Wir gucken hier ganz kurz mal in die Stunde auch rein. Da sehen wir es, wo der Markt halt auch dort oben hingelaufen ist. Etwas kleiner hier zu machen, das Ganze. Hier, das ist jetzt hier ein bisschen verrutscht. Hier haben wir so leicht einen Zacken nach oben gehabt. Das ist eine Marke, da kann er gut und gerne ranlaufen. Dann haben wir hier entsprechend auch das Ausbruchslevel, was wir im Stundenchart mit sehen hier drüben. Also das sind Marken, die sind auf der Oberseite da und gut und gerne hier mit am Laufen. Und wenn wir uns mal das anschauen, was hier nach diesem Schub passiert ist, da sehen wir halt auch sehr, sehr schön diesen Aufwärtstrend nach oben laufen. Und hier haben wir mittlerweile ein erstes Achtungszeichen auch gesehen. Es ist noch nicht bestätigt, aber es ist definitiv ein Achtungszeichen. Wir haben jetzt hier einen Markt, der hier den letzten Schub nach oben gesehen hat. Hier die kleinen untergeordneten Schwünge sind ja da. Und jetzt haben wir hier definitiv erst einmal einen Markt, der ein bisschen nach unten gelaufen ist. Und hier wird sich jetzt eine Entscheidung finden. Wird der Abwärtstrend nach unten hin fortgesetzt, dann haben wir die Chancen, hier in diese tieferen Marken auch reinzulaufen. Wir sehen es ja auch, wo die hier im Trendverlauf auch mit hergekommen sind. Läuft da oben drüber, ist das dann eher ein Zeichen, dass die Phase weiter nach oben ansteigen kann. Das heißt, die Korrektur dieser starken Bewegung nach unten weiter anhalten wird, muss man einfach mal sehen. Auf alle Fälle ist hier oben jetzt ein Zeichen von Abflachung drin. Diese starke Dynamik nach oben hin scheint ein bisschen nachzulassen. Spannend wird es halt einfach, was passiert hier oben in diesem Bereich hier um diese Marke von 109,0. Entschuldigen Sie. Was passiert hier oben um die 109,091? Läuft der Markt einfach drüber, setzt den Aufwärtstrend fort, ist ganz klar, was man hier nach oben hin tun kann. Bricht er allerdings, gibt uns hier das Short-Signal, das Umkehrsignal, dann haben wir hier die Potenziale auf der Unterseite liegen. Das verrät uns ja der Markt gut und gerne immer wieder. Also das hier zum US-Dollar, japanischen Yen und danach schauen wir, oder jetzt direkt, schauen wir doch gleich mal in das Cable rein. Britisches Pfund, US-Dollar, auch wieder hier, Steuerung M, dann haben wir die Marktübersicht offen und dann legen wir gleich mal hier den Tageschart rein und schauen mal, was wir hier mit haben. Auch hier haben wir diese massive Kerze, diese massive Umkehrkerze, erst den Schub nach unten unter das Trendtief hier, also das heißt hier im Sinne dieses abwärtsgerichteten Trends, Trendfortsetzung definitiv geglückt, das Tief war hier bei 1,23,955 und dann setzte hier auch diese gigantische Gegenbewegung ein, innerhalb von einem Tag, wahnsinnig, was hier gelaufen ist, der gesamte Schub wieder wettgemacht und jetzt stehen wir hier oben im Bereich dieses letzten Korrekturhochs hier. Hatten wir das Hoch gestern bei 1,27,971 und die Kerze, die wir jetzt hier haben, das ist eine erste Short-Umkehrkerze hier auf dieser Seite und hier heißt es jetzt hinschauen, was an dieser Stelle passiert. Ja, der Markt kann jetzt einfach nach oben weiterlaufen, den Abwärtstrend hier entsprechend rausnehmen, dann muss der Markt sich erst einmal neu ausrichten, da müssen wir schauen, ob es hier weiter nach oben läuft. Auf alle Fälle haben wir hier einige nah aneinander stehende Marken, die nach oben hin definitiv für Bewegung sorgen könnten. Das wäre der eine Punkt. Aber mit Blick auf die Chartunterseite ist es hier halt auch interessant, weil diese Kerze, die wir hier im Tageschart sehen, die hat natürlich im Stundenchart etwas angerichtet. Und das, was im Stundenchart angerichtet ist, Sie sehen es ja, ich habe hier auch wieder die magentafarbenen Marken drinnen und die beziehen sich bei mir in den Charts immer auf die direkt untergeordnete Trendgröße in der untergeordneten Zeiteinheit. Und das schauen wir uns hier an dieser Stelle einfach einmal an. Und da haben wir hier jetzt wieder aktuell laufend hier den Abwärtstrend und wenn dieser Abwärtstrend sich nach unten hin fortsetzt, dann haben wir die Dynamik nach unten hin, Wiederaufnahme des übergeordneten Abwärtstrends auch hier im Stundenchart, das Ganze hier nach unten schwingend. Anlaufmarken sind dann hier beispielsweise dieses Ausbruchslevel hier um die Marke von 1,2678 beziehungsweise hier unten dieses Korrekturtief im Aufwärtstrend um die Marke von 1,2609. Das sind Anlaufpunkte auf der Unterseite mit dem Ziel, wenn sich dieser Abwärtstrend fortsetzt, natürlich erstmal hier wieder dieser Staubereich
Bereich des vorherangegangenen Trendtiefs, beziehungsweise hier dann die Marke von 1,23955 nach unten hin mit zu sehen. Also das ist das, was sich dann aus dem Verlauf des Tagescharts ergibt. Und da sehen wir die Umkehr sehr, sehr schön über die Zusammenarbeit mit dem Trend in der Stunde. Und wenn das Ganze hier nach unten umfällt, das heißt dieses Tagestief von gestern um die Marke von 1,27065 unterschritten wird, das ist dann das Zeichen der Trendfortsetzung im Abwärtstrend der Stunde. Und da haben wir dann die entsprechenden Marken hier zu sehen. Und das sind die Anlaufpunkte für die Unterseite. Und das ist dann wirklich sehr, sehr interessant. Wer das Ganze dann auch noch im Kleinen ganz einfach machen möchte, hier ohne weiteres natürlich die Stunde rannehmen. Wir brauchen hier im besten Falle die Fortsetzung und dann schiebt das Ganze nach unten. Wir haben ja hier auch, das ist ja etwas, das wissen Sie, wir haben ja eine schöne flache Overnight Range. Das ist ein sehr, sehr interessantes Muster, auch zum Traden an dieser Stelle sei das mal genannt. Also hier, das ist eine flache Übernacht Range, die wir hier an dieser Stelle sehen. Und wenn diese Übernacht Range als korrektives Muster sozusagen gebrochen wird nach unten hin, dann haben wir hier sozusagen den Schub in den kleinen Zeiteinheiten auf die Unterseite rein. Und das ist dann auch immer wieder interessant. Das heißt, der Markt sammelt sich hier, er überlegt, wohin soll es denn jetzt weitergehen? Und aus Sicht dieses übergeordneten, nach unten laufenden Trends, also das, was wir hier in der Stunde sehen, dass der Markt eher nach unten schwingt als aktuell nach oben, würde es auch ganz gut ins Bild passen, wenn der Markt hier unten drunter bricht. Und dann haben wir hier auch wieder eine Wahrscheinlichkeit, den Markt nach unten zu traden. Das allerdings bitte zu sehen, wenn ich das Ganze als Overnight Range hier beziffere, das trade ich immer in den ganz kurzen Zeiteinheiten. Da gehe ich jetzt keine Swings über ein paar Stunden oder ein paar Tage ein, sondern das ist ganz, ganz kurzfristig. Aber als Korrekturlevel hier ist das einfach ein Sammeln. Wir sehen, der Markt will hier aktuell nicht weiter rüber. Und wenn der Markt tatsächlich das Ding nach unten bricht, dann wäre das etwas, das das ganze Shortbild untermauert. Und dann haben wir wirklich die Chance, dass wir hier unten drunter unter dieser Marke weiterlaufen. Und das ist ja dann die Marke, die wir im Tageschart hier als Tagestief von gestern sehen. Und das wäre dann die Trendfortsetzung nach unten hin in der Stunde. Damit wäre ich mit den heutigen Handelsideen soweit durch. Jetzt schaue ich nochmal in die Chats hinein, ob es Fragen gibt. Mal schauen, Fragen jetzt zu den Charts gibt es aktuell keine. Von der Seite her möchte ich sagen, danke wieder heute für die gemeinsame Zeit an dieser Stelle. Ich freue mich schon auf morgen, wünsche allen hier an dieser Stelle gute Trades. Morgen gibt es wieder den Eintrag im Blog und dann um 8.30 Uhr hier die Besprechung wie jeden Morgen bei Tickmill bzw. auf Facebook und auf GoToWebinar. Das alles wieder morgen. Heute allen gute Trades. Mal schauen, ob die Märkte die gute Stimmung wieder in die Charts umsetzen können und wir hier auch in den Indizes schöne Schübe nach oben sehen, die wir natürlich fürs Trading auch sehr, sehr schön nutzen können. Also allen ein paar gute Trades. Bis morgen. Tschüss.